Core. Das von Paragon inspirierte Spiel, entwickelt von Metabuff, sollte eigentlich genau ein Jahr nach Paragons Ende seine Alpha starten, am 27. April 2019. Wenn du den Paragon-Projekten seitdem folgst, solltest du wissen, dass es nie so weit kam. Core hat niemals eine Alpha gehabt und seit einer ganzen Weile hört man auch so gut wie gar nichts mehr darüber. Deswegen scheinen viele Leute bereits ihren Glauben an Core verloren zu haben. Doch im Gegensatz zu den Meinungen vieler wird immer noch fleißig am Spiel gearbeitet. Warum wir nichts von Core hören und was wir vom Spiel erwarten können, werde ich euch in diesem Video verraten. Außerdem besprechen wir am Ende des Videos noch eine schauerliche Theorie. Bleibt dran! Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ich bin der Chris und ihr seht Sharks. Willkommen zu einer neuen Episode von Paragon 2, alle wichtigen Fakten, und heute behandle ich für euch alles, was ihr zu Core wissen müsst. Diese Videoserie lade ich in Deutsch und auf Englisch hoch, damit ihr immer eine Version eines Videos findet, die ihr verstehen könnt. Wenn du prinzipielles zu Core wissen möchtest, also was über das Itemsystem, Map-Mechaniken und so weiter, gibt's dazu auch schon ein älteres Video auf diesem Kanal. Doch heute dreht sich alles darum, warum das Team sich so ruhig verhält und wie die Entwicklung aktuell läuft. Weshalb sich die Leute von Metabuff so verhalten, wie sie es tun, ist tatsächlich recht simpel. Aus all den Teams, die versuchen, ein Paragon-ähnliches Spiel zu entwickeln, ist Metabuff wohl das größte. Doch sie sind ein Team aus Freiwilligen, also müssen sie mit Zeitplänen der einzelnen Individuen arbeiten. Denn alle, die an diesem Projekt arbeiten, tun das in ihrer Freizeit und haben auch noch reguläre Jobs. Das Team hatte Schwierigkeiten mit der Organisation Ende 2019 und so mussten sie sich komplett neu strukturieren. Doch um auf den Punkt zu kommen, verhält sich das Team ruhig, weil es so handeln möchte wie jedes große Studio. Dieses Mal, bevor sie die Alpha ankündigen, möchten sie zu 100% sicher sein, dass sie liefern können. Denn wir wissen ja, in der Gaming-Industrie sind Verschiebungen gang und gäbe. Ich meine, der Hintergrund dafür ist, dass als Predecessors Alpha gestartet wurde und die noch sehr schlecht lief, realisierte Metabuff, dass sie nichts Besseres zum Zeitpunkt hatten. Und seitdem arbeiten sie fleißig am Spiel, um eine bessere Spielerfahrung zu ermöglichen. Doch das ist bloß meine Meinung. Doch was können wir nun von Core erwarten und woran wird momentan gearbeitet? Nun, Metabuff bleibt absolut still, wenn es um den momentanen Zustand des Spiels geht oder woran sie gerade arbeiten. Doch in ihrem Discord-Kanal informieren Metabuff-Repräsentanten aktiv weiterhin, dass sie fortlaufend am Spiel arbeiten und warum sie sich so verhalten, wie sie es eben tun. Ein Paragon-ähnliches Spiel zu entwickeln, das auch bestehen kann, obwohl das Original, welches von einem riesigen Studio entwickelt wurde, bereits eingestampft wurde, ist eine schwierigere Aufgabe, als sie und wir wohl am Anfang dachten. Seitdem Paragon eingestampft wurde, haben sich ja bereits viele kleine Entwicklerstudios es zum Ziel gemacht, ein Paragon-ähnliches Gaming-Erlebnis zurückzubringen. In diesem Zusammenhang hört man Paragon 2 recht oft. Während Predecessor und Fall ziemlich stark versuchen, Paragon zurückzubringen und es auch okay finden, ein Paragon 2 genannt zu werden, scheint Metabuff sich etwas zu sträuben, so beschrieben zu werden. Das Team möchte kein sogenanntes Paragon 2 entwickeln. Sie möchten eine Paragon-ähnliche Spielerfahrung erschaffen, welche durch Paragon inspiriert wurde und an dieser erinnert. Ja, mit den ganzen Paragon-Assets und so, man kann es nicht wirklich abstreiten. Von dem, was wir bisher gesehen haben, sieht das eindeutig nach einem Paragon 2 aus. Doch tatsächlich ist das nicht so einfach. Würde man einfach Paragon neu kreieren, könnte man in Schwierigkeiten mit Epic Games geraten und das Spiel würde uns einfach so weggenommen werden wie vorher. Womöglich anders als die anderen Entwicklerteams eines neuen Paragon-Spiels, hat Metabuff wohl die meisten Gedanken und Aufwände darin gesteckt, wie man das Spiel dazu bringt, dieses Mal nicht eingestampft zu werden, wenn es endlich läuft. Dass das so kompliziert ist, liegt darin, dass man doch nicht einfach alle Assets, die Epic Games in der Unreal Engine zur Verfügung gestellt hat, nehmen kann. Was noch immer unter Epic Games geistiges Eigentum fällt und was nicht, ist nicht so klar wie vorerst angenommen. Außerdem hat Epic Games nur Modelle zur Verfügung gestellt. Das ganze Coding, Musik und anderes muss vom Team selber gemacht werden, genauso wie es auch die anderen Teams machen müssen. Außer Overthrow. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Schritte die anderen Teams bisher gewagt haben, in Richtung das Spiel haltbar zu machen, aber Metabuff, soweit wie ich es mitbekommen habe, ist das einzige Team, das Details dazu veröffentlicht hat. Sie sagten, sie hätten sich mit anderen Produktionsteams und Beständigkeitsexperten beraten, darunter auch die führenden Rechtsberater von Epic Games, damit sie kein Spiel entwickeln, das uns einfach wieder weggenommen wird, wie das vorige Spiel. Nun, doch was können wir daraus für die Zukunft schließen? Momentan ist es noch unbekannt, in welchem Stadium das Spiel sich befindet und in welchem es sein wird, wenn wir das nächste Mal etwas davon hören. Also ob es dann die lang versprochene Alpha sein wird oder ob es vielleicht sogar schon fortgeschrittener sein könnte. Denn ebenfalls anders als die anderen Teams ist Metabuff die einzige Company, welche bereits veröffentlichte Schritte in Richtung PS4 gemacht hat. Doch dieses Thema wurde bereits in einem anderen Video behandelt. Metabuff sagte außerdem, dass sie nicht auf die anderen Teams schauen würden und sich komplett auf ihren eigenen Fortschritt konzentrierten. Und sie meinen, es würde absolut fantastisch.
fantastisch laufen. Sie setzen große Hoffnungen in ihr Spiel und wollen es so schnell wie möglich rausbringen. Doch wann genau das sein wird, wissen wir trotzdem nicht. Also, schlussfolgernd von dem, was die Metabuff-Repräsentanten in ihrem Discord-Kanal schreiben, läuft die Entwicklung des Spiels gut voran. Doch was, wenn sie lügen? Um das von Anfang an klarzustellen, das ist nichts Bestätigtes und wurde von niemandem, der Teil von Metabuff ist, gesagt. Das ist bloß eine Theorie, die ich hier und wieder gelesen habe, welche viele Leute sogar schon glauben. Ich sah Kommentare von ein paar Leuten, die meinen, dass Metabuff bereits aufgehört habe, an Core zu arbeiten und nur die Community bei Stange hält, um mehr Reichweite zu haben, wenn sie schließlich ihr eigenes neues Projekt ankündigen. In diesem Fall würde Metabuff so ruhig sein, weil sie nichts von Core zeigen können, denn es gibt ja nichts von Core, das sie zeigen könnten. Doch wenn die Zeit gekommen ist, haben sie trotzdem noch eine Fanbase. Ich möchte nicht sagen, dass ich glaube, dass das wahr ist, doch dies sind Gedanken, die die Leute haben. Wenn dies wahr wäre, wäre das wahrlich schauerlich. Doch im Moment sehe ich nichts, das diese Theorie bestätigen könnte. Ich will euch diese nur erzählen, da manche diese bereits teilen. Was ich viel eher denke ist, dass dies auf einem Missverständnis beruht, nämlich, dass Metabuff kein Paragon 2, sondern ihr eigenes Spiel mit ihrer eigenen Vision schaffen wollen. Doch was das eigentlich heißt, haben wir ja in diesem Video besprochen. Doch lasst uns das in den Kommentaren ausdiskutieren. Was haltet ihr von dieser Theorie oder wie interpretiert ihr die Umstände um Core? Schreibt es gerne in die Kommentare und vielleicht können wir uns so einen noch besseren Überblick zu Core verschaffen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ich bin raus, also so wie immer, danke fürs Einschalten und habt doch einen wundervollen Tag.